Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Freunde, heute ist es mal wieder soweit, wir packen zusammen ein RC aus. Ich habe mir dort etwas bestellt. Und zwar das Losi ProMoto MX Motorrad in 1:4 Größe. Freunde, wir hatten hier auf dem Kanal letztes Jahr ein Really Adventure Bike rumfahren. Und das Video gibt es immer noch einzusehen. Ich war damit draußen beim Fahren gewesen und ich habe das Prinzip des Motorradfahrens nicht wirklich verstanden. Ich muss euch sagen, wie es ist. Es hat zwar ganz gut funktioniert und es ging auch einigermaßen so ein bisschen was rum, aber man hat sich dann in den Formen ein bisschen durchgearbeitet. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Natürlich war das Really Adventure Bike mit seinem damaligen Anschaffungspreis von unter 200 Euro, glaube ich, und dann sogar in der Aktion für 100, einfach nicht so ein High-End-Produkt. War einfach so. Können wir einen Eindruck haben. Losi hat dann relativ kurz drauf ein ProMoto MX rausgebracht, was da natürlich deutlich teurer war, wo aber auch viel bessere technische Komponenten verbaut sind. Und ich habe dann das Really Adventure Bike damals verkauft, weil ich sagte, nee, also unter den Umständen Motorradfahren, das ist nichts für mich. Und dann geht man so kalendarisch betrachtet ein halbes, dreiviertel Jahr später immer wieder durch Social Media und findet dann immer wieder Posts von diesem Losi ProMoto Ding. So, also dachte ich mir, komm, 2024 möchte ich ja nochmal irgendwas auf dem Kanal ein bisschen anders machen, das heißt nicht viel, aber einfach nochmal fahrzeugtechnisch doch in die Richtung der Motorräder gehen, weil ich gemerkt habe, dass auch in der Community der Zweirad-RC-Fahrer doch relativ viel geboten ist und mit dem Losi Stunt-Moped oder Offroad, Motocross, wie auch immer, man sehr viel machen kann. Ob das jetzt draußen Tricks im Gelände sind oder sogar Ausfahrten im Skaterpark bis hin zu Umbauten auf Supermoto und so weiter. Dieses Fahrzeug ist sehr, sehr wandelbar. Und Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns das doch halt einfach mal gemeinsam aus der Nähe an und fühlen dem Ganzen mal wieder auf den Zahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. So, RC-Freunde, da sind wir auch schon auf dem Werktisch mit dem ProMoto. Und hier für euch schon mal ausgepackt, natürlich nicht, ein dekoratives Spielzeugmotorrad. Aber Freunde, darum geht's heute, Motocross. Lasst uns ganz kurz, bevor wir anfangen, den Karton von außen nach innen zu zerlegen, einfach nochmal kurz über das Thema Motorräder sprechen. Also, ganz kurz, das Thema Motorrad im RC ist gänzlich nicht neu. Ich kannte das bisher bloß tatsächlich als unbezahlbar von der Marke Graupner, ja, egal ob jetzt Motocross oder Rennmaschine. Und dann gab es den Zwischenweg. Da haben sich dann so ein paar andere Hersteller noch an dem Ding versucht. Da gab es aber auch schon, da haben sich auch schon die Geister geschieden. Es gab dann die Billigfraktionhersteller, zu der jetzt beispielsweise, wie vorher eingangs erwähnt, auch dann die Marke Reli gehört hat, der dann, wie gesagt, zuletzt in einem Sale so ein Adventure Bike für 99 Euro verschleudert hat, das ja grundsätzlich in seinen Grundfesten natürlich sich nicht von einem Losi Bike unterscheidet. Wir haben zweimal ein Rad, wir haben ein Gyro, wir haben eine Abstützung, eine Fahrerfigur und das Ganze kommt als Motocross und in dem anderen Fall noch mit ein paar Styroporkoffern, damit es dann aussieht wie ein Adventure Bike. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, welche Elektronik drin steckt. Und da rede ich nicht nur von ESC, Servo sowie Motor, was oftmals natürlich auch eine Rolle spielt, sondern eben auch der Gyro, der sich in so einem Motorrad drin befindet. Und einfach für diejenigen, die da keinen Stich haben, was damit gemeint ist, ein Gyro ist eben ein Balance-Modul. Ich sage es jetzt mal wirklich salopp und verständlich. Ein Modul, das hilft, mein Motorrad zu balancieren bei der Fahrt auf zwei Rädern. Ja? Normalerweise würde ja das Motorrad auf irgendeine Seite umdrehen oder umkippen. Und dafür hat man einfach ein Gyro mit drin. Und der Gyro wird dann noch unterstützt von diesen zwei Pömpeln. Die gucken wir uns dann nachher aus der Nähe an. Das sind dann einfach sowas wie Stützräder, ja? Die dann, wenn das Bike umfällt, also wenn es einmal auf der Seite liegt, soll die Stützen dafür sorgen, dass es eben nicht so weit abklappt, dass die Reifen keinen Kontakt mehr haben, sondern es wird nur so weit abfallen, sodass ich noch mit einer Flanke Reifenkontakt habe, um das Bike eventuell auch wieder aufzurichten und weiterzufahren. So, der Gyro unterstützt nachher auch, wenn es um das Thema Wheelies geht. Dazu gibt es dann wohl auch ein paar verschiedene Modi, die man dann über die Fernsteuerung schalten kann, wenn ich das richtig weiß. Ich habe jetzt auch viel Zeit gehabt, also wie gesagt, Lieferzeit war jetzt dort ein bisschen verlängert und ich hatte dort eben schon genug Zeit, mir natürlich auch Videos anzuschauen, die dort schon bei YouTube existieren, um mit euch dann auch
dort vernünftig ein Unboxing machen zu können. So, genug gefachsimpelt. Schauen wir uns den Karton an. Und zwar, wir haben vorne drauf die Abbildung vom Fahrzeug in Blau, so wie es ich mir auch jetzt bestellt habe. Finde ich auch ein sehr schönes Design, gerade auch ein bisschen mit diesen Rainbow Colors oben in dem Fahreranzug. Und ja, ich habe das Promoto draußen in Grün relativ häufig gesehen. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass es ja für das Promoto schon dementsprechende Tuning-Teile auch gibt. Und die fallen da natürlich so ein bisschen Losi-typisch auch in Blau aus. Deswegen dachte ich mir, na, wer weiß, wenn das mit dem Motorrad nachher fruchtet, dann sehen natürlich blaue Tuning-Teile am blauen Motorrad vielleicht ein bisschen stimmiger aus wie am grünen. Egal, darauf wollte ich jetzt nicht abzielen, aber nichtsdestotrotz ist das der Grund für die blau gewählte Farbe. Dann haben wir hier nochmal die Information, was es ist, wie groß es ist, 1:4, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Dann haben wir hier auf der Seite noch eine Ansicht vom Motorrad und was wir natürlich auch haben in diesem Produkt, was jetzt natürlich nicht unbedingt der größte Kaufkritikpunkt ist, sondern wir haben natürlich ein voll lizenziertes Produkt. Ob das nachher FXR ist, ob das jetzt nachher Dunlop ist, es sind einfach alle Lizenzen mit dabei, die ihr haben möchtet und die ihr auf dem Fahrzeug seht, bis hin sogar zu den Dunlop-Stickern an den Reifen. Haben sie wirklich an alles gedacht und sind da auch komplett sauber, was natürlich oftmals auch zur Preisgestaltung eines solchen Fahrzeugs mit dazu führt. So, gucken wir auf die Rückseite. Die Rückseite zeigt uns dann einfach nochmal einen Querschnitt vom Fahrzeug und zeigt uns auch Bereiche, die ich jetzt euch nachher nicht zeigen kann, wenn wir das Ding dann nämlich auspacken. So, heißt, wir sehen auf jeden Fall schon mal, dass das Ganze mit einem Ständer ausgeliefert wird, also ein sogenannter Fahrzeugständer. Nicht falsch verstehen. Kann man auch so lösen, ja. Bloß ich glaube, wäre bei dem ein bisschen arg schwer und müsste dementsprechend groß und stark sein. Deswegen hat man hier schon mal so einen Auflageständer, wo ich das Moped drauf packe. Dann habe ich noch eine Startvorrichtung. Da kann ich das Motorrad reinpacken, bevor ich losfahre im angeschalteten Zustand. Weil der Gyro, da kommen wir dann bei der Testfahrt dazu, der braucht so ein bisschen ein paar Sekunden und Minuten, bis er sich dementsprechend aufgearbeitet hat, um dann auch seine volle Leistung zu entfalten. Und wir haben da auch eine KV-Angabe bei dem Gyro, der arbeitet nämlich mit 2700 KV. War für mich jetzt auch relativ neu und ist auch sehr interessant, dass das in der Bezeichnung in etwa arbeitet, wahrscheinlich wie ein normaler Brushless-Motor. Muss ich mich auch mal ein bisschen weiter schlau machen, was da so dahinter steckt im Detail, aber das ist mir direkt aufgefallen. Also wir haben hier Spektrum gebrandete Elektronik, was wir auch gleich sehen, in Form von Motor. Das ist der obere orangene Punkt, der hat 3800 kV. Und unten drin haben wir einen Motor mit 2700 kV, der auch eine tatsächliche Motorbezeichnung hat. Und ja, deswegen kommen wir vielleicht mal noch in einem anderen Video drauf zum Sprechen. Hier seht ihr versteckt unter dem Sitz, wo dann nachher auch traditionell unser Akku drin sitzt. Also da kriegen wir einen Spektrum 2S Lipo rein. Davon habe ich mir tatsächlich auch mal gleich einen bestellt, weil wir bei dem Losi Pro Moto MX Dingsensbumsen erste Mal die Möglichkeit haben, tatsächlich mit dem Akku und dem ganzen Telemetrie-Schnickschnack von den Smart Lipos auch mit der Funke zu arbeiten. Ja, ich hatte ja das bei dem Big Rock leider nicht mit dabei, aber hier sollte jetzt eigentlich die Funke mit dabei sein, wo ich zumindest mal auch den Akkustand des Akkus sehen könnte. Wir gucken uns das nachher mal aus der Nähe an. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 2S Akku mitbestellt, auch passend fürs Fach mit dem passenden Anschluss. Ich hatte da jetzt auch oder werde da auch jetzt in Zukunft nicht mehr so viel an den Steckern rumarbeiten. Wie gesagt, bei den Fahrzeugen, die ja eh von Horizon Hobby da kommen, wird ja eh nur mit Spektrum gearbeitet und tatsächlich kommt mit dem Losi Pro Moto das zweite Fahrzeug mit Smart-Technologie zu mir ins Haus, also wo es möglich wäre. Natürlich kann man an so ein Fahrzeug auch einen normalen Akku anschließen, keine Frage. Mit Sicherheit auch noch einen Akku aus der Spektrum Generation 1, aber ich, wie gesagt, gehe jetzt mal die Reise weiter aus auch euch hoffentlich bekannten Gründen. Und wenn nicht, könnt ihr ja auch nochmal zurückgucken zu dem Video Smart Ladetechnik kontra normaler Ladetechnik. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was zu dem Thema mit den Smart Lipos von Spektrum erzählt und euch auch ein bisschen so meine Meinung zu dem Ganzen wiedergespiegelt. Deswegen sage ich ja, ich arbeite nach wie vor und das kann ich euch ja immer noch beweisen und zeigen mit relativ vielen normalen Akkus für meine ganzen anderen Fahrzeuge. Aber ich habe euch ja, wie gesagt, angekündigt, so für meine Dinge, die jetzt aus dem Hause Horizon Hobby kommen, da werde ich tatsächlich schon mal mit der Smart-Technologie fahren. Gut, genug darüber gefachsimpelt. Gucken wir weiter auf den Karton. Wir haben hinten dann noch einen Fender, den kann ich hochklappen, um den Akku reinzupacken. Diese nennen sich Lean Bars, also sprich meine vorher betitelten Stützräder. Das sind Lean Bars dann in der Bezeichnung vom Hersteller und wir haben vorne eine Scheibenbremse auf dem Vorderrad, womit ich auch schon Videos gesehen habe, dann auch die Stoppies eben ein bisschen besser funktionieren. Wie wenn man das natürlich nachher über eine Motorbremse löst oder ähnliches. Also wie gesagt, bin auf die Performance extrem gespannt und ja, freue mich jetzt schon drauf. Da vorne noch die Federgabel gezeigt hier drin mit den Federn.
die wir dann benötigen, damit sich die vordere Gabel auch einigermaßen bewegt. Und ja, das ist dann eigentlich von der Rückseite schon alles, was wir da betrachten konnten. Wir können dann hier nochmal ein schönes Piktogramm von Jeremy Martin anschauen. Der ist im Prinzip die Vorlage zu dem Modell gewesen, zumindest mal, wenn es um das blaue Setup geht. Ja, und dann haben wir noch ganz, ganz viel technisches Blabla, auf das wir jetzt gar nicht mehr weiter eingehen. Ich würde sagen, wir packen den jetzt mal kurz aus und schauen uns das Ding aus der Nähe an. Freunde, das ist mal ein Klopper von Motorrad. Ne? Also ich hoffe, die Close-Ups haben euch dann soweit gefallen. Und ich muss sagen, das steht natürlich komplett anders da. Das steht komplett anders da, Freunde. Gehen wir mal näher drauf ein. So, ihr bekommt im Lieferumfang keinen Akku, dass das gleich mal klar ist. Wir haben zwar einen kurz gezeigt, aber den gibt es nicht. So, ihr habt den Ständer, von dem ich gerade erzählt habe, diesen Abstellständer, wo ich das Moped abstelle, wenn ich es beispielsweise lagern möchte, eben nicht damit fahre und ich einfach nur möchte, dass es cool aussieht. So steht das Ding dann meistens bei euch im Regal. Wir haben dann, um gleich mal drauf einzugehen, wie gesagt, hier diese sogenannten Stützräder. Und Freunde, da muss ich halt schon auch mal festhalten, die funktionieren da komplett anders. Wie jetzt beispielsweise bei den etwas günstigeren Motorrädern, weil ich will es gar nicht mal nur an Readly festmachen, weil da gab es ja auch schon andere Marken und da hattet ihr eben entweder wahlweise mit Kunststoffbügel, die hat man dann so reingesteckt, die steckten dann hier so ein bisschen an der Seite dran, auch so U-förmig, hatte natürlich denselben Hintergrund, dass ich mit beim Abliegen mit der Reifenflanke noch Kontakt habe, aber das waren dann so Teile aus Kunststoff gewählt, waren die eigentlich nach einem Akku spätestens zwei abgefahren. Im Beispiel von dem Adventure Bike war nämlich bei mir so, ein Akku, die Dinger waren schon fast weg. Und auf der anderen Seite hat man die aus Metall dann nachgearbeitet, da war es aber irgendwo auch nicht mehr dasselbe. Ja, Metall und Beton, das reibt nochmal anders wie Kunststoff und Beton. Und deswegen, wenn man dann mit dem Bike so auf den Boden runterkam, konnte man eventuell auch mal kurz ein 180 machen, ohne dass man es tatsächlich wollte. So. Was fällt mir bei Losi auf? Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Druck drauf gebe, dann haben wir hier oben schon mal ein Mechanismus, ein Wippmechanismus mit einer Feder und sogar noch mit einem Stabi, Freunde, der natürlich hier entgegenspielt. Ja? Also das Motorrad wird dann eher dazu gebracht, sich wieder aufzurichten, allein schon nur durch diese Unterstützung, besser wie einfach nur einen Bügel, den ich reinstecke, der eben dort nicht mitarbeitet. Also hier arbeiten diese Stützen einfach mit. Das finde ich da schon mal sehr, sehr cool. Wir haben dann hier eine Hinterradgabel, die ist da aus Kunststoff. Dann haben wir ganz, ganz viele schöne Details an dem Motorrad dran. Die zeige ich euch doch jetzt einfach mal kurz aus der Nähe. Denn so könnt ihr euch einfach mal selber ein Bild machen. Also wir haben hier den Bremssattel, der an der Stelle tatsächlich nur dekorativ ist. Das heißt, die Hinterradbremse wird mit der Motorbremse funktionieren. Dann haben wir hier eben schöne Herstelleraufkleber. Bereits auf dem Ständer sind schon schöne Aufkleber von Clubmax, FXR, Losi, Promoto und so weiter mit drauf. Dann haben wir hier noch schönes Sticker-Branding, auch Losi Factory Ride, FMF, ORW, SKDA, also ich denke so, die aus der Szene kommen, die können auf jeden Fall was damit anfangen. Fahrer Nummer 6, dann haben wir hier hinten, und das war nämlich auch so ein Gimmick, was ich jetzt sehr gut finde, zum einen so einen kleinen Schleifschutz, wenn es dann um die Wheelies geht, und das Tail klappt dann dadurch auch nach oben, wenn wir Wheelies machen. Bedeutet, also wenn wir dann so im Hang hängen, klappt der unten einfach mit rein. Und bei dem Adventure Bike beispielsweise, auch passiert, da ist das Ganze nämlich starr hinten verbaut und dann reibt ihr euch dieses Kunststoffteil nämlich auch schon wieder ab. Ja? Also ich sage jetzt mal so, die Dinge, die ihr dann an den, wenn ihr die billigen Motorräder einkauft, die sind ja deswegen nicht viel schlechter und nochmal, die fahren auch per se auf zwei Reifen geradeaus, aber ihr macht natürlich erstmal Abstriche in solchen Teilen und in solchen Teilen und am Ende auch mit sowas, wo sich dann nachher abarbeitet. Hier tausche ich dann einfach diesen Schleifblock, Bügel, Stütze, keine Ahnung, während ich halt bei Redi beispielsweise Adventure Bike gezwungen bin, nachher den hinteren Teil der Karosserie komplett auszutauschen.
Klar, bei langfristiger Nutzung wird wahrscheinlich hinten das Plastik irgendwann mal auch durch sein, aber ich finde es gut, dass es so schon mal seitens Lowsy einfach ein bisschen konzeptioniert und bedacht wurde. Das ist mir auf jeden Fall eine tolle Sache und stellt dann natürlich auch für mich einen Mehrwert an diesem Fahrzeug dar, wo ich für dieses Fahrzeug auch mehr bezahle. So, kommen wir dann einfach hier hinten zum Antriebskranz. Also hier haben wir unseren Zahnkranz vom Hinterrad, der einfach dann mit der Kette arbeitet. Und da schon mal der Hinweis, bekommt ihr definitiv beim Kauf von dem Fahrzeug ein kleines Fläschchen Chainlube mit dazu. Das heißt Kettenschmierung, das muss man nämlich immer mal wieder tun. So, Verpackungsinhalt machen wir nachher gleich fertig. Wir haben dann, wie gesagt, die Fahrerfigur, die da auch mit Klamotten kommt. Das heißt, wir haben hier also eine Kunststoff-Fahrerfigur, die dann Stoffklamotten gekriegt hat. Das sieht da super, 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 super scalig aus. Kann man auch abmachen. Ja, ihr könnt den auch entkleiden für die Damen unter uns, wenn sie mal da runter gucken wollen. Oder auch für die Männer, um Gottes Willen. Ich will hier nicht gendern. Jeder soll sich frei fühlen, dann dem Herr auch mal unter die Bekleidung zu gucken. Oder auch alternative Kleidung zu machen, geschweige denn sich vielleicht zu bestellen oder vielleicht die Mutti zu verpflichten, dass die da mal was macht. Ich finde es einen super, super schönen detaillierten Helm. Also auch die Fahrerfigur sieht da sehr stimmig aus. Ja. Und auch ein bisschen kantig vom Helm und einfach einen schönen sportlichen Auftritt. Das gefällt mir da echt richtig gut. Und vorne auch nochmal mit Sticker abgefinisht über die vordere Radgabel. Also alles in allem für mich, wenn wir einfach mal den Auftritt betrachten, im Vergleich zu dem, was ich bisher so kannte, da macht das Promoto MX schon mal sehr, sehr viel richtig und steht sehr schön vor uns auf der Werkbank. Kommen wir doch tatsächlich auch mal kurz zum Inhalt, zum Lieferumfang, zu den Dingen, die ihr bekommt, wenn ihr euch dieses Motorrad dann einkauft. Und zwar, wie gerade vorher schon auf der Verpackung erwähnt, haben wir diesen Startblock. Ja, der ist einmal in Schlank, damit er gut in die Tasche reinpasst. Und wenn wir dann draußen sind, klappen wir das Ganze auseinander und stellen es ab. Dafür... wenn ich das richtig interpretiere, kann man auch noch Erdnägel auf die Wiese hier reinbohren. Bedeutet, das Ganze ist dann auch fest, was sich mit Sicherheit auch empfiehlt, weil so ein Start von so einer Brushless-Büchse, die geht dann schon ordentlich ins Land. Wir haben hier nochmal Ersatzteile. Ich bin mir nicht ganz klar, für was diese kleinen Plastikteile hier sind, die ich euch in die Kamera halte. Die werden eine Funktion haben, über die werde ich euch noch aufklären. Wenn ich dann soweit bin. Ich sehe hier einen Servosaver-Ring, der wahrscheinlich als Ersatz noch mit dabei ist und noch einen Schaumstoff. Ich könnte vermuten, das geht fürs Akkufach, wenn ich mit dem Motorrad Shorty-Akkus fahren möchte, um eben auch Gewicht zu sparen. Ist am Ende des Tages vielleicht im Wettbewerb tatsächlich auch ein Thema, deswegen bekommt ihr das mit dazu. Ihr bekommt dann natürlich auch gleich für die Fernsteuerung 4 Batterien dazu und da sei erwähnt, bekommt ihr bei dem Lowsy-Modell die Spektrum DX3. Da auch schon mit dem passenden Rad vom Motorrad gewählt, auch mit Schaumstoff obendrauf, so wie ich das gern habe. Dann haben wir hier auf der Funke tatsächlich den Smart Battery Level in der Anzeige. Bedeutet, ich habe jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, auch meinen Akkustand am Fahrzeug direkt schon an der Funke zu sehen. Und sobald wir unten angekommen sind, piepst mir dann das Gerät, dass es wahrscheinlich genug hat und nichts mehr möchte. Was ich jetzt da sehe, ist auch wieder den Speed Limit Switch. Bedeutet auch für unsere Nachwuchsfahrer haben wir die Gelegenheit von 100% auf 75 auf 50 herunterzustellen. Wir haben auch wir können das Flywheel, das sogenannte Gyro, nochmal ein- und abschalten. Sollen auch Menschen geben, die fahren das ohne. Und wir können die Lenkung auch nochmal switchen von normal auf Reverse und zurück. Und ja, wir haben dann einfach nochmal manuelle Trimrädchen. Das heißt also auch dort die Gyro-Rate kann ich einstellen. Dann kann ich den Front Brake Travel, das heißt also auch, wie griffig dann die Vorderbremse greift, hier über das Rädchen trimmen. Ich habe noch eine Sub-Steering Trim und ich habe auch noch eine Front Brake Trim. Also ihr seht schon, hinsichtlich Stunts mit der Vorderbremse könnt ihr wirklich mit der Funke nochmal ein bisschen individuelle Einstellungen vornehmen. Und wir haben hier unten nochmal einen Kippschalter mit A und B beziffert. Da muss ich mich über die Anleitung noch einlesen, mit was das zu tun hat. Aber dadurch, dass wir ja über den Gyro unterschiedliche Wheelie-Modes haben, vermute ich jetzt, ohne die Anleitung gelesen zu haben, dass wir die eventuell dort schalten können. Ansonsten die Spektrum DX3 dort, wie man sie einfach auch kennt. Für mich persönlich, da liegen die Funken echt immer gut in der Hand. Man hat da auch wirklich eine gute Funke in der Hand. Schaumstoffrad rundet das Ganze ab. Ich kann alles einstellen. Da kann man nicht meckern, Freunde. Das ist jetzt der so fast Funkenstandard, den wir kriegen, wenn wir dann bei Horizon Hobby einkaufen, kommt relativ häufig auch mit großen Bashern mit. Ich finde es toll und wie gesagt, kann jetzt natürlich durch die Telemetriegeschichte mit dem Akku auch meinen Akkustand prüfen. So, genug darüber gefaxelt, Akkubatterien haben wir schon. Wir bekommen dann noch Werkzeug.
das ich euch jetzt so nicht benennen kann, für was das konkret da ist. Wir werden es aber noch rausfinden. Ich werde es rausfinden, teile es euch mit. Das ja, sieht auch nochmal wie so ein Mutterschlüssel aus und wahrscheinlich kann ich da damit irgendwas an der Gabel nochmal einstellen. Dann sind auch zwei Erdnägel dabei. Richtig cool. Also das heißt, die, die ihr dann nehmt, um die hier vorne reinzupinnen, die bekommt ihr davon los, sie gleich mitgeliefert in einer ordentlichen Stärke. Und es sind da richtig zwei massive Gabelschlüssel mit dabei mit 6 mm und 9 mm Kopf, dass ihr da wahrscheinlich gegenarbeiten und gegenhalten könnt, wenn ihr dann mal an dem Fahrzeug schraubt. Werden wir mit Sicherheit auch machen. Das heißt, die Schlüssel werden wir wiedersehen. Und dann bekommen wir noch ein großes Paket mit Anleitung, Quick Start Guide, noch einen Losi-Aufkleber, den ich jetzt Gott sei Dank hier an meine Wall of Fame mit anbringen kann. Ich würde sagen, Freunde, das machen wir doch einfach mal gleich. Den Moment teile ich mit euch. Super schöner Losi-Sticker. Komm, den babbeln wir doch gleich mal hier neben Team Corrali. Ja. So, Quick Start Guide, Hammer. Das heißt, da haben wir ein einzelnes Sheet und da werden auch nochmal bestimmte Funktionen gezeigt. Und hier haben wir dann auch nochmal die Erläuterung, dass wir über den Kippschalter mit A und B eben die Drive Modes haben. Ja, es gibt dann quasi glatt Wheelie, glatt mit ohne Wheelie, also das heißt, dass dann das Vorderrad auch unten bleibt. Und dann gibt es noch den Offroad-Modus. Das heißt, ihr könnt also, wenn ihr ins Offroad-Gelände geht, dem Motorrad nochmal separat sagen, jetzt bist du im Offroad. Da fährst du auf der Straße schnell ohne Wheelie und da fährst du auf der Straße schnell mit Wheelie. Und das Ganze wird dann auch über einen 3-Pieps, 2-Pieps, 1-Pieps und eben auch dementsprechend der Lampe in der Farbe grün an der Fernsteuerung hier oben über den Power-Button kommuniziert, in welchem Modus ihr euch befindet. Ja, also achtet da drauf. Dann können wir eben auch das Lean Adjustment machen. Das war quasi das Ding, wo ich euch sagte, hier das MX Rate Einstellungsknöpfchen sagt uns dann nachher, wie weit unser Fahrer sich dann auch reinhängt. Ja, macht er nachher einen auf Schleifer oder bleibt er dann doch nochmal ein Stück weiter oben. Und so haben wir dann tatsächlich über alle Funktionen, die wir so brauchen, einfach in dem Quick Start Guide die Informationen, da könnt ihr euch die rausziehen. Ich sage mal, das sollte das Minimum sein, was ihr lest, bevor ihr dann raus zum Fahren geht. Was ich jetzt noch sehe, wir haben dann noch eine dritte Farbe im Spiel, das ist die Farbe Rot. Ja, wie gesagt, da nochmal das Fahrzeug in Grün, so begegnet er mir auch wirklich in 8 von 10 Fällen draußen im Markt. Ich habe, wie gesagt, mich für Blau entschieden und es gibt natürlich dann auch noch den Hinweis der Tuning-Teile für das Fahrzeug. Das heißt, Option Parts kriegt man auch nochmal ein Sheet und ja, da gibt es auch andere Farben natürlich, aber ich sage ja, das Blau wäre jetzt was, wo mich so ein bisschen anspricht, da habe ich Bock drauf. Ja, und dann gibt es aber auch noch verschiedene Zahnräder, sehe ich jetzt mal für die Hinterachse, N, O und P, da können wir mal reingucken. Chain Sprocket in Clear, in Gold und in HA, was auch immer das dann bedeutet. Also wie gesagt, nochmal ein paar Optional Parts, da fuchse ich mich mal rein und werde euch dann einfach bei Gelegenheit mal was erzählen. Und das für mich wirklich Interessanteste, was man mit dem Pro-Moto machen kann, ist einmal den Fahrer auf komplett schwarz umzubauen und tatsächlich das Fahrzeug nachher dann auf eine Art Hole-Shot Motocross umzubauen, hier mit, sage ich mal, etwas feinerer Pin-Bereifung wie die Stollenreifen, die wir mitbekommen. Oder wir können das Ding sogar auf Supermoto-Reifen setzen und dann mal auf dem Parkplatz richtig fett damit abdriften. Und Freunde, ich sag's euch gleich so, wie es ist. Bei mir geht das Ganze in diese Richtung. Weil Offroad fahren kann ich da auch mit dem Pinset, das da mitgeliefert ist. Aber Freunde, mich wird nachher der Supermoto-Aspekt interessieren. Das war auch tatsächlich ein Grund, warum ich mir damals das Wheelie gekauft habe. Ich dachte, aller Ernstes, ich kaufe mir das Wheelie-Bike und baue das nachher zu einer Supermoto um. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass für das Wheelie-Motorrad diese ganzen Komponenten passend zu kriegen, die Reise ein bisschen schwerer ist. Und das war auch mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, langfristig will ich jetzt nicht Adventure-Bike fahren auf dem Parkplatz, ja, mit Plastikbügeln, sondern weg. Wenn das Thema nochmal aufkommt, dann entweder ganz oder gar nicht. Also ne, dann einmal ein bisschen mehr in die Vollen gegriffen oder ich hätte es dann auch einfach bleiben gelassen. Und ich kann es euch auch so sagen, Freunde, bei mir stand ja dieses Jahr nochmal die Frage im Raum, mache ich nochmal was mit Booten oder gehe ich vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung? Jetzt haben wir nochmal die Motorräder im Versuch. Das heißt, wir werden die Boote wahrscheinlich auf nächstes Jahr verschieben müssen. So, gehen wir weiter. Es gibt dann noch eine Bedienungsanleitung, die fällt da richtig dick aus. 4 Sprachen, ja, da ist dann wirklich alles nochmal mit drin, was ihr zum Fahrzeug wissen müsst. Und na, wenn ihr Probleme habt, Troubleshooting, guckt hier in die Anleitung rein. Dann haben wir hier noch eine schöne, nochmal ein Sticker. Hey Freunde, ich rasch aus, Promoto Sticker. Ja, den hebe ich mir jetzt auf, ja, den können wir mal woanders brauchen. Und typisch für Horizon Hobby dann eben mittlerweile, Losi hat jetzt eben auch diese Fahrzeugkarten mit drin. Ich kannte die jetzt bisher nur von Arma. Die fahren hier auch noch irgendwo in der Gegend rum, wenn ich das richtig weiß. Und
Ja, deswegen witzig. Jetzt habe ich noch eine Promoto MX-Karte für mein C-Quartett. Also Freunde, irgendwann können wir spielen. Ne? Himmelsee, ich bringe meine Karten mit, Freunde. So, ja, auch kurze Info für euch. Himmelsee, da gehe ich hin. Hotel ist gebucht, das heißt, man sieht sich und jetzt wahrscheinlich auch mit Motorrad. Ihr bekommt nochmal einen Stickerbogen mit dazu. Sehr cool. Losi-Logos mit dabei. Nochmal was für hinten, für den Fall, dass ihr eben zwei blaue Fahrzeuge habt, ja, als Freunde im Freundeskreis, aber nicht jeder mit der Nummer 6 unterwegs sein will. Dann kann einer sich dafür entscheiden, das abzuändern. Und ihr bekommt dann auch nochmal einen Stickerbogen mit dazu, wo dann die Zahlen 0 bis 9 verarbeitet sind. Das heißt, ihr könnt eine 10 machen, von 0 bis 10 und von, ja, keine Ahnung, also fast bis 100 könnt ihr eigentlich fast alle Zahlen so machen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen mit dabei. Also ja, geht alles, geht alles. Also auch da sehr, sehr cool von Losi mitgedacht. Am Ende des Tages natürlich alles Kleinigkeiten, aber Freunde, das sind Kleinigkeiten, die runden dann für mich in meiner Auffassung das Paket einfach ab. Ja, AC-Freunde, und dann haben wir es eigentlich mit dem Unboxing für heute schon geschafft. Ich werde mich jetzt mit dem Fahrzeug etwas vertraut machen und dann geht es auch raus zum Fahren. Ich bin gute Dinge, das Wetter sieht nicht schlecht aus jetzt zum anstehenden Wochenende und vielleicht schaffe ich es da auch schon mit der Testfahrt, dann haben wir gleich für nächste Woche nämlich den Content auch schon im Sack. Losi Promoto MX, ja, wie gesagt, nochmal ein weiterer Versuch mit dem Thema Motorradfahren ein bisschen klarzukommen. Für mich jetzt nichts, womit ich jetzt wettbewerbsmäßig unterwegs sein möchte, aber ich habe da so Bilder im Kopf, jetzt unabhängig auch von so einem coolen Bashertreffen wie in Hemmelsee, vielleicht sowas auch mal mit auf Percha zu nehmen. Ne? Mal Percha einfach mal testen, weil das hat ja agile Performance-Eigenschaften und ne, wenn auch mal das ein oder andere Mal die Kurve ein bisschen enger wird, kann man das vielleicht schaffen. Ich brauche einen Grund, um wieder nach Percha zu fahren. Dieses Jahr wird es halt kein Buggy sein, nehmen wir ein Zweirad-Motorrad. Gehen wir ein bisschen und ärgern die Jungs mit ihren Buggys da draußen. Genau, also deswegen, Freunde, wir werden definitiv eine Testfahrt machen, hier schon zu Hause vor der Haustür irgendwo uns einen Parkplatz suchen. Am besten wahrscheinlich den großen Parkplatz, wo wir auch mit dem Relay Adventure Bike waren. Das heißt, da muss ich jetzt nur noch zweimal schlafen, dann können wir da hingehen. Dann ist nämlich alles leer und hoffentlich gutes Wetter. Und dann testen wir den, machen wir Testfahrt und dann nehmen wir einfach mal auch mit auf meine nächste Tour Richtung Percha und testen ihn dort. Und Himmelsee, Freunde, ich habe es gerade schon angekündigt, am 2., 3. sowie 4. Mai bin ich dort oben. Ein Quartier, zwei Nächte, drei Tage und fahre dann am Samstag wieder nach Hause. Das heißt, wer mich dann aus Norddeutschland mal live erleben will, der kommt am besten 2024 nach Himmelsee. Die Anmeldung müsste jetzt die Tage dann online gehen bei den Jungs bei Facebook. Und dann, wie gesagt, treffen wir uns in Himmelsee und fahren in AQ oder 2 miteinander. Ich freue mich drauf. Und ansonsten haben wir jetzt contentmäßig auf dem Kanal den ruhigen Januar vorbeigebracht. Dann haben wir ja die RC-Neuheiten und News relativ gut zum Anlaufen gebracht. Aktuell war jetzt die Spielwarenmesse in Nürnberg. Auch da haben sich meine YouTube-Kollegen Kress Garage und ich meine Mika News herumgetrieben und haben für euch und auch der Slotblog.de, das waren mal so die drei, die ich gesehen habe, einfach aus dem Interesse heraus. Und ja, coole Videos, geht's vorbei, schaut's da rein, wenn euch interessiert, was die Neuheiten 2024 sind. Aber ihr könnt natürlich hier den Kanal auch abonnieren und das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Denn hier kommen immer wieder montags die RC-Neuheiten und News, die ich für euch dann zusammentrage und in ein etwas kürzeres Video verpacke. Das heißt, auch das nächste Video nächste Woche am Montag nicht verpassen, wenn es dann wieder um die nächsten Neuheiten der diesen Wochen geht. Und jetzt hier eine Neuheit aus dem letzten Jahr, vielleicht nicht mehr brandaktuell, aber dennoch ein heißes Eisen im Feuer. Ich kann mir auch vorstellen, dass das 2024 nochmal einen kleinen Push gibt, weil wie gesagt, letztes Jahr haben sich die Leute schon mit dem Modell ausgestattet und haben da richtig Alarm gemacht. Und ich bin da jetzt einfach mal gespannt, wie sich dann auch die Reise für mich mit dem Promoto X entwickeln wird dieses Jahr, weil mit dem Adventure Bike hat es leider nicht geklappt. So, an der Stelle sei alles gesagt, was heute gesagt werden musste in diesem Content. Und wie bereits erwähnt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert oben rechts die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wenn dann auch hier ein neues Video erscheint bei Waxus RC TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit euren RC-Neuanschaffungen.